Der Schulschütze von Florida ist offenbar durch eine Bemerkung im Internet schon einmal aufgefallen. Die Ermittler der Bundespolizei FBI, denen das angezeigt wurde, konnten den Kommentar damals aber niemandem zuordnen. Jemand hatte unter dem Namen des jetzigen Schützen im September ein Video mit den Worten kommentiert: Ich werde mal ein Profi-Schulschütze sein. Das FBI habe damals Untersuchungen angestellt, sagte ein Ermittler. Man habe aber nicht herausfinden können, wer diese Bemerkung wirklich verfasst habe. Bei dem Amoklauf an einer Oberschule wurden 17 Menschen getötet. Der Schütze konnte im Durcheinander zunächst entkommen, wurde aber später gefasst. Die Waffe hatte er legal gekauft. Der 19-Jährige ging früher selbst auf diese Schule, wurde dann aber von ihr verwiesen. Der Grund ist unbekannt, ebenso ob das ein Tatmotiv war.